Mathematik für NaturwissenschaftlerInnen präsentiert eine Lösung einer alten Klausuraufgabe. Heute die Aufgabe Nummer 4 der Nachklausur aus dem Sommersemester 18. Die gucken wir uns im Original an. Hier ist diese Matrix gegeben: 3 Kreuz 3 Matrix, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 1. Zeilen- oder spaltenweise gelesen, egal in dem Fall. Zu bestimmen sind Eigenwerte und Eigenvektoren in der Aufgabe A. Dann ist die Hauptachsentransformation durchzuführen, also eine orthogonale Matrix, eine Diagonalmatrix finden, sodass das so mit dem A zusammenpasst. Und dann gibt es hier am Schluss noch eine Aufgabe, sehen wir dann, die vielleicht auch was mit der Hauptachsentransformation zu tun hat. Gut, also als erstes alle Eigenwerte und Eigenvektoren der Matrix, wie sie hier nochmal steht. Eine Sache sehen wir hier schon. Wenn wir mit dem Vektor, sagen wir 0, 1, 0, E2 multiplizieren, dann wird da gerade das Doppelte rauskommen. Also die 2 hier, die hier so schön in diesem Kreuzchen hier steht, die ist ein Eigenwert und ein Eigenvektor. Dazu wäre 0, 1, 0 und dann auch jedes Vielfache. Aber brauchen wir gar nicht so viel nachdenken. Wir machen das mal strikt nach Schema. Müssen wir unterwegs dann auch wieder finden. Aber jetzt gehen wir einfach mal nach Schema X vor. Wir berechnen das charakteristische Polynom dieser Matrix. Ich nenne das mal Chi A von Lambda. Das ist die Determinante. Und jetzt müssen wir die Matrix hinschreiben und auf der Diagonalen Lambda abziehen. Also 1 minus Lambda 0, 1, 0, 2 minus Lambda 0, 1, 0, 1 minus Lambda. Gut, hier bietet es sich sicherlich an, dass wir, sagen wir mal, nach der zweiten Zeile entwickeln. Dann kriegen wir einen Faktor 2 minus Lambda. Und dann ist ja die zweite Zeile und die zweite Spalte hier gestrichen und vom Rest bestimmen wir die Determinante. Also nur noch von diesem Bereich hier, den ich hier grün markiere. Das ist also 1 minus Lambda ins Quadrat minus 1. So, schreiben wir hin. 1 minus Lambda ins Quadrat minus 1. Gut, was gibt das? 2 minus Lambda schreiben wir ab, um Gottes Willen nicht ausmultiplizieren. Jetzt hier innen drin Lambda Quadrat minus 2 Lambda, dann plus 1, aber hier gibt es ja noch eine minus 1, das ist also weg. So, und hier, wenn wir dann Lambda ausklammern, dann haben wir hier ein 2 Lambda eh schon stehen. Hier bleibt ein Lambda minus 2 übrig, nachdem wir Lambda ausgeklammert haben. Also spendieren wir uns ein Minuszeichen. Dann haben wir Lambda mal Lambda minus 2 ins Quadrat. Wir haben also einen einfachen und einen doppelten Eigenwert. Eigenwerte. Sagen wir Lambda 1 gleich 0. Das ist die eine Nullstelle des charakteristischen Polynoms. Das ist ein einfacher Eigenwert. Und dann haben wir Lambda 2 gleich 2 oder, ja, oder wir wollen Lambda 2 und Lambda 3 ist 2, wie auch immer. Das ist eine doppelte Nullstelle des charakteristischen Polynoms. Da sollten wir jetzt also schauen, dass wir zwei linear unabhängige Eigenvektoren finden. Das muss gehen, da das hier sich um eine symmetrische Matrix handelt. Da geht die Hauptachsentransformation. Okay, Eigenwerte haben wir. Bestimmen wir Eigenvektoren. Als erstes mal Eigenvektoren zu Lambda 1 gleich 0. Was müssen wir da für ein Gleichungssystem lösen? Naja, wir ziehen 0 auf der Diagonalen ab. Das heißt, es gibt nochmal die Matrix. Und homogenes Gleichungssystem gemacht. Und was finden wir dann? Gut, jetzt brauchen wir irgendwie einen Vektor, der dieses Gleichungssystem löst. Da müssen wir sicherlich in die zweite Komponente eine 0 schreiben, ansonsten wird das mit der zweiten Zeile nichts. Also wegen dem hier haben wir das gemacht. Und wenn wir mal hier in die erste Zeile gucken, dann würde es doch vielleicht funktionieren, wenn wir oben eine 1 und unten eine minus 1 hinschreiben. 1, minus 1. Oh, und ich habe hier was falsch hingeschrieben. Hier unten stand eine
1, das ist die Matrix, was hier links vom Strich steht, ist gerade wieder die Matrix A. Deshalb haben wir also jetzt wirklich einen Eigenvektor zum Eigenwert 0 gefunden. Und weil wir später die Hauptachsentransformation durchführen wollen, normieren wir den noch. Okay, dann suchen wir Eigenvektoren zu Lambda 2 gleich 2. Ah ja, und hier oben vermerken wir vielleicht noch, nicht nur das ist ein Eigenwert, sondern nicht nur vielleicht, sondern gefragt waren in der Aufgabe alle Eigenwerte und Eigenvektoren. Und nicht nur das ist ein Eigenvektor, was ich hingeschrieben habe, sondern auch jedes Vielfache davon. Das müssen wir hinschreiben. Dann haben wir wirklich alle gefunden. Alle Eigenvektoren zum Eigenwert 0. Jetzt suchen wir alle Eigenvektoren zum Eigenwert 2. Da müssen wir also 2 auf der Diagonalen abziehen. Dann steht hier minus 1, 0, 1, 0, 0, 0. Und dann eine 1, 0, minus 1. Homogenes Gleichungssystem. Was machen wir da? Nun, einen haben wir ja vorhin schon mal gesehen, den sehen wir jetzt auch hier wieder. Wir können wegen diesen Nullen hier in die zweite Komponente schreiben, was wir wollen. Das wird immer weggemacht. Wenn wir also einen Vektor hinschreiben, der in der zweiten Komponente irgendwas stehen hat, zum Beispiel diesen hier, 0, 1, 0, dann ist das ein Eigenvektor zum Eigenwert 0. Okay, jetzt brauchen wir noch einen zweiten. Am besten wählen wir den gleich orthogonal zu diesem ersten. Und orthogonal können wir den dadurch wählen, dass wir hier mal eine 0 in die zweite Komponente schreiben. Und jetzt müssen wir irgendwie mit dem, was wir hier sehen, wieder eine 0 basteln. Naja, da schreiben wir hier oben eine 1 und unten eine 1 rein. Und das funktioniert dann auch in der letzten Zeile. Ja? Einmal 1 und minus 1 mal 1 gibt dann auch 0. Also, diese beiden hier sind auf jeden Fall Eigenvektoren zum Eigenwert 2. Ah ja, den zweiten, den normieren wir noch, weil wir, der erste ist schon normiert. Normieren wir noch, weil wir nachher auf Hauptachsentransformation raus sind. Und nicht nur die, sondern jede Linearkombination, also der Vektor 1, 1, 1, ist auch ein Eigenvektor zum Eigenwert 2. So, den ersten da oben und Vielfache, die beiden hier unten und Linearkombinationen. Jetzt haben wir alle Eigenwerte und alle Eigenvektoren bestimmt. Können wir uns der Aufgabe B zuwenden? Gucken wir nochmal nach. In B steht, geben Sie eine orthogonale Matrix U an und eine Diagonalmatrix D, sodass D gleich U quertransponiert AU ist. Ja, da müssen wir in diese Matrix U Eigenvektoren reinschreiben. Und die müssen wir so machen, dass sie orthogonal ist, sodass das U transponiert gerade das Inverse von U ist. Und in der Diagonalmatrix stehen dann in der gleichen Reihenfolge die Eigenwerte. Also wie könnten wir das machen? Wir wählen als U diese Matrix hier, 1 durch Wurzel 2. Dann schreibe ich einfach die Eigenvektoren der Reihe nach, wie ich sie da oben ausgerechnet habe. Den U1 hier rein, 1, 0, minus 1, dann den zweiten. Nicht mehr 0, 1, 0, sondern 0, Wurzel 2, 0 schreibe ich hin, weil ich ja hier einen Faktor Wurzel 2 vorne hingeschrieben habe. Und dann noch einen 1, 0, 1 Term. Wenn ich in der Reihenfolge die Eigenvektoren reinschreibe, dann muss ich in der gleichen Reihenfolge die Eigenwerte auf die Diagonale schreiben, also 0, 2, 2 und dann die Matrix mit Nullen auffüllen. Und damit haben wir die Aufgabe B schon gelöst. Das ist die Hauptachsentransformation. Kommen wir zur Aufgabe C. In der Aufgabe C ist jetzt eine Matrix gesucht, deren Quadrat, also die Matrix mit sich selbst multipliziert, die Ausgangsmatrix A gibt. Das heißt, wir wollen irgendwie die Wurzel aus dieser Matrix hier ziehen. Ja, wie können wir das machen? Bei Diagonalmatrizen ist es einfach. Also machen wir es mit Hilfe der Hauptachsentransformation. Das B, was wir haben wollen, das wählen wir als U und dann ziehen wir die Wurzel aus dem D. Was haben wir da? Wurzel 2 hier auf der Diagonalen stehen. Und U transponiert. Na, schreiben wir es nochmal schön hin. U transponiert. Ja, das wird funktionieren.
Weil wenn ich jetzt, schreibe ich mal Begründung hin, muss man nicht unbedingt machen, aber wir rechnen es gleich aus. Aber jetzt nochmal, was passiert, wenn ich b² ausrechne? Dann habe ich u und dann hier dieses 0, 0, 0, 0, Wurzel 2, 0, 0, 0, Wurzel 2, u transponiert, u. Und jetzt nochmal diese Matrix und nochmal u transponiert hier hinten. So, das hier, das gibt eine Einheitsmatrix. Damit gibt dann das Ganze hier die Matrix D. Und jetzt steht da UD, U transponiert. Und das ist gerade die Matrix A. Ist das richtig? Habe ich die Transponierts richtig gemacht? Genau. D ist U transponiert AU und entsprechend ist A UD U transponiert. Und das kommt hier raus. Also so können wir die bestimmen mit Hilfe der Hauptachsentransformation. Jetzt rechnen wir noch aus, wie die Matrix B wirklich aussieht. Da könnten wir hergehen und das U von da oben holen. Hier steht's. Hier einsetzen, transponieren, hier einsetzen und dann Matrizen multiplizieren. Aber es geht vielleicht noch ein bisschen einfacher, dadurch, dass D und die Wurzel aus dem D sich sehr ähnlich sehen. Also schreiben wir mal hier hin. Dieses B ist gleich. Ich würde hier lieber das D in die Mitte schreiben. 0, 2, 2. Wie kann ich das machen? Da steht ja eigentlich nur eine Wurzel 2. Na, ich kompensiere das mit einem Wurzel 2 hier vorne. Das U und das U transponiert schreibe ich ab. Also steht hier 1 durch Wurzel 2 U, D, U transponiert. Das ist also 1 durch Wurzel 2 mal die Matrix A. Und wenn wir wollen, können wir das nochmal einsetzen. 1 durch Wurzel 2. Und die Matrix A war 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 1. Diese Matrix hier, die ich jetzt da ausgerechnet habe, die mit sich selbst multipliziert, gibt gerade die Matrix A. Und das haben wir sogar ohne Matrixmultiplikation geschafft. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.